Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doppelklick. Heute mit einem Thema rund um das Einloggen von Ihrem Windows-Account. Da gibt es nämlich eine Alternative, die ich sehr interessant finde. Und unser Experte Benjamin Schischka kann uns einiges dazu sagen. Hallo Benjamin. Hallo Alex. Was ist denn die Alternative? Das ist Biometrie-Software. Das heißt Software, die über deine Webcam dein Gesicht scannt und dich erkennt und einloggt. Quasi ohne Passworteingabe. Zukünftige Nacktscanner am Flughafen? Nur Gesicht. Okay, aber das ist ja auch nackig. Wie macht man das? Ja, ich kann das gleich mal zeigen. Mhm, ich habe mir selber schon mein Gesicht einmal einscannen lassen. Es gibt hier Free und Shareware. Ich zeige das jetzt mal mit einer Shareware-Version. Okay, das geht alles über die Webcam, klar. Schon hat er mich erkannt. Das geht ja schnell. Ja, das ging jetzt ziemlich flott. Also das Licht ist natürlich auch wichtig. Es ist hier ziemlich gut im Studio. Und schützt es einen denn auch vor Missbrauch, also wenn andere Leute sich davor Das können wir eigentlich da mal ausprobieren, oder? Ich melde mich nochmal ab und Genau, da bräuchten wir jemanden, der sein Gesicht davor hält. Rufen wir doch unseren Showpraktikanten Johannes ins Studio. Applaus, Applaus, Applaus. Hallo Johannes, wir machen jetzt mal die Probe auf Exempel. Bitteschön. Mal sehen, ob das mit deinem Gesicht geht. Jetzt bin ich gespannt. Wird schon mal abgemessen. Noch ein bisschen näher ran, ja. Aha, du bist im grünen Bereich. Das heißt, er scannt dich. Aber es er erkennt dich nicht. Sorry, Johannes, du bist raus, aber vielen Dank. Wir brauchen dein Gesicht bestimmt nochmal wieder. Gut, jetzt möchte ich das aber auch ausprobieren. Wir haben es jetzt an dem männlichen Beispiel probiert. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein weibliches, denn wir haben ja viele Möglichkeiten, uns auch zu verändern. Make-up-technisch, die Frisur, ob man eine Brille aufsetzt und so weiter. Da stelle ich dir ein Profil. Ein Account. Jetzt bitte einmal in die Kamera lächeln. Möglichst nah rangehen. Die beiden Balken müssen im grünen Bereich sein. Ja, so ist gut. Jetzt bin ich grün. Okay. Dann klicke ich jetzt hier auf Start, fängt der Scan an. Das dauert wie lange? Fertig. Ah, okay. Das ging ganz schnell, ja. Also ich habe jetzt, ich gucke so ein bisschen grenzdebil, aber muss man da lachen oder irgendwie? Nein, natürlich nicht. Das war nur ein Scherz. Oh, okay, gut. Naja, jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich gespeichert. Mein Gesicht, also der Abstand zwischen meinen Augen und meiner Nase und die Größe und meine Lippen und meine Haare, das ist jetzt alles gespeichert. Und jetzt drehe ich davor und gucke, ob es geklappt hat. Wieder die Balken im grünen Bereich. Ja, ich bin drin. Wunderbar. Ja. Passiert super. Gut, jetzt müssen wir natürlich schauen, wie gut ich geschützt bin mit meinem Login. Stimmt. Und ob ich mit einem Foto von mir auch reinkommen würde. Weil dann könnte sich ja jeder X-Beliebige ein Foto von mir ausdrucken. Da gibt es ja ein paar im Internet. Und damit in meinen Rechner kommen. Also. Probieren wir es aus. Bin ich ja mal gespannt. So, wie gerade, die beiden Balken sollten grün sein. Da lache ich ein bisschen netter auf dem Bild. Na, er scannt noch, er ist sich nicht sicher. Es dauert auf jeden Fall schon mal länger. Bin ich da vielleicht im Hintergrund noch zu sehen? Denkt er, dass ich zweimal vollziehen geht gar nicht? Der Rahmen ist nur um das Gesicht gezogen auf dem Bild. Ich glaube, die Nähe ist okay. Nee, das scheint echt nicht zu klappen. Nee. Ja, das ist super. Ja, ist so auch rot gewesen. Sein. Okay, nächste Probe. Ja, mit Brille. Das ist die Brille, die ich normalerweise aufsetze, wenn ich nicht im Studio bin. Okay. Meine Alltagsbrille. Bin drin. Das hat funktioniert. Okay, aber noch letzter Test mit der Sonnenbrille. Wir können ja unendlich so weitermachen. Ja, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Können wir jetzt einen Zopf machen oder vielleicht hier. Wir hatten eigentlich noch ein Pflaster mitgebracht, das kann ich mir zusätzlich noch eine Kneipenschlägerei aufkleben. Ob der auch so kleine Sachen scannt, ne? Einen anderen Lippenstift, roten Lippenstift. Okay. Das macht Spaß. Benjamin, wir machen das jetzt unendlich weiter. Oh, mein Pflaster. Okay. So. Das klebt nicht, Benjamin. Oh, sorry. Jetzt aber. So. Genau, die Nähe ist okay, Entfernung ist super. Okay, mal ohne Pflaster. Die Augen scheinen ziemlich wichtig zu sein. Nö. Die sieht man ja gar nicht mehr mit der Sonnenbrille. Okay, das ist zu viel. Test bestanden, finde ich gut. Also eine normale Brille geht, da hat man meine Augen noch gesehen. Komm ich aber mit Sonnenbrille geht es nicht. Nein, ich wurde leider nicht erkannt. Tja, bei dir. Test bestanden, hier bei uns war Doppelklick. Vielen Dank, Benjamin Schischka. Dankeschön. Benutzt du das auch privat? Nee, habe ich jetzt noch nicht installiert. Aber ich werde es mir einrichten. Und Sie können ja überlegen, liebe Zuschauer, ob das was für Sie ist. Ich bin auf jeden Fall dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.